Moin Leute und willkommen zurück zu Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Mops Quest. ja, wir müssen da rauf, um in den Waldtempel zu gelangen. Im letzten Video haben wir ja das Menuett des Waldes erlernt von Sheik, damit wir immer wieder zu dem Ort zurückkehren können. Ja. Jetzt müssen wir aber darauf. So. Gibt's da sonst noch? Ja, da gibt's noch mehr. Aber ich kann weder Boomerang noch Dings Steinschleuder gebrauchen. Ja, toll. Diese Spinnen dürfen einfach nicht merken. Oh, shit. Ui, nochmal Schein gehabt. Geh weg da. Oh, nochmal Schein gehabt. Jetzt dürfte ich sterben. So. Wir müssen da hinten den Schalter betätigen. So, perfekt. So, und da wir zu faul sind, um rüber zu springen, lassen wir uns führen. So, da haben wir schon mal den kleinen Schlüssel. Aua. So, sind wir schon mal beim Anfang. Oh, shit. Ich brauche Herzen. Danke vielmals. Aha, was haben wir denn? Okay. Und yeah. So. Was ist jetzt? Ah, toll. Ach, kommt schon. Ja, schon. Ja, ich gebe es zu, es wäre ein bisschen einfach gewesen, hätte ich einfach darunter können, aber... Ja, wieso denn eigentlich nicht? Es wäre doch cool gewesen. Gut, da kann ich durchgehen. Ja, werden wir auch gleich machen. Was erwartet? Ach, nee. Oh shit. Gibt der viel Schaden. So. Lol, Alter. Ja, Alter, gib mir Herzen. Ich brauche Scheiße nochmal. Leben. Habe ich nur noch 3. Ja, was haben wir denn da? Glas. Und da ist nichts. Ja, gehen wir mal darauf. Oh, du hast mich gerade erschreckt. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Boden. So, schieben wir mal den ein bisschen hier rüber. Moment, ich glaube, den muss ich... Nee. Der muss ich ein bisschen... ...noch hier schieben. Und ich glaube, der da muss nach hinten geschoben werden. Ja, machen wir mal der ganz so und jetzt darüber schieben.
Damit wir hier durch können, da wäre eine Leiter für nach oben. Aber zuerst einmal schieben wir den Stein ganz nach hinten. So, komm schon, Link. Schneller, wenn ich bitten darf. So. Kann ich den schieben? Nope, das geht nicht. Also, nochmal schnell da nach unten gehen. Alter. Mein Gott. Und hier raufklettern. Nicht wieder runtergehen. Ich will nur nach hinten schauen. Da ist nichts. Okay. Rechts ist auch nicht viel. Und hier kann ich auch nichts machen. Also gehen wir wieder rüber. Und schieben den Stein da nach vorne, wenn es gehen würde. Ach so. Ja, okay, wenn ich das machen kann. Moment. Hä? Habt ihr das gehört? Also ich lasse ihn einfach mal da. und wir gehen da nach unten. Ich muss jetzt wieder darauf. Hä? Ah. Ach so, der andere Stein war vor dem da. Okay, jetzt ergibt alles einen Sinn. So. Ach, diese Geister sollten mal die Klappe halten. So, habe ich einen Schlüssel? Nee, habe ich nicht. Gibt's hier irgendetwas? Nee, gibt's auch nicht. Na gut, dann... Ja, okay, nee, für nichts habe ich jetzt nicht all das gemacht. Weil ich habe ja diesen Schalter da. Ja, wir gehen jetzt dann nach unten. Moment. Da gibt es sonst eh nichts. Ne, ich kann da nichts mehr machen. Also gehen wir wieder raus und in einen anderen Raum. Da müssen wir einfach irgendwann mal später hin. Da kann ich nicht durch. Da auch nicht. Das heißt, wir gehen geradeaus. Moment, ich glaube, ich muss ihn anvisieren. Keine Ahnung. Hymne der Zeit geht so. Wie gesagt, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, deswegen keine Ahnung, wie diese Lieder funktionieren. So, gehen wir da mal weiter und uns erwartet hier etwas. Lol. Komm schon. Alter. Endlich.
So, was bekommen wir nun? Wahrscheinlich die Karte. Nee, einen Schlüssel. Also ich weiß ja. Ja, perfekt. Und hier gibt's vielleicht... Ach, Idiot. Also hätte ich meine... Ja, ich hätte... Nee. Ich hätte keine Flasche frei gehabt. Ja, egal. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Und nun können wir wieder dahin, wo wir vorhin waren. Nun gibt es eine Abkürzung. Okay, das funktioniert nicht ganz. Geh da runter. Und jetzt darauf. Da oben ist es. So. Und schon wären wir wieder hier. Ich will sie nur schnell aus Gefecht setzen, damit ich da in Ruhe durchkomme. Ach ja. Hier gibt es etwas, das mir gar nicht gefällt. Moment. Geh drauf, du Scheißvieh. Ich hasse das. Ja, und wir haben... schon den Master-Schlüssel. Das ist im normalen Ocarina of Time nicht so. Aber... also ich glaube, es ist nicht so. Aber ja, auf jeden Fall kann ich mit dem eh noch nichts anfangen. Ich habe ihn zwar jetzt, aber... viel nützen wird er mir nicht. Ja, da nach unten gehe ich gleich wieder. Da nur sicher machen, dass hier nichts ist. So. Schon wieder eine Hand. Oh, Alter, what the fuck? War denn das jetzt? Komm schon, geh drauf. Lol. Okay, also Herzen brauchen wir nicht. Das heißt, dahin muss ich nicht. Hier ist auch nichts. Das sind zwei Türen. Da ich keinen Kompass habe, habe ich gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe mal da durch. Well, that was easy. Und wir bekommen eine Schatztruhe. Ich hoffe, es ist ein Schlüssel drin, denn Schlüssel sind immer gut zu gebrauchen. Ja, perfekt. So, nun können wir ja da links durch. Ja. Was erwartet uns hier? Okay. Aha. Nun ist alles anders. Scheiße, es reicht natürlich... Ich Idiot. Ups. Das wollte ich nicht. Hä? Ah, nee. Nee, ist alles gut jetzt. Alles ist gut. Ich muss einfach wieder darauf gehen. Da ist es ja. Oh, fail. So jetzt. Da werden wir einfach mal durchgehen. Ui. Ja, geschafft. So, Mindfuck Number 18. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Egal, spielt auch keine Rolle.
Alter, hör schon auf! Egal, ich kann mit dem eh noch nichts anfangen. Keine Ahnung, wieso ich es probiere. Egal. Da gehen wir nachher hin. Ja, ich glaube, er darf da durchlaufen, aber ich nicht. Komm, schlag schon zu, mein Gott. Oh shit. Alter. Noch ein Schlag und ich bin tot. Wisst ihr das? Naja, ich habe zwei Feen. Moment. Oh. Nee, also. Der. Wie heißt es? Der Horizontalhieb. Oh shit, lol. Geh weg. Ich meine, den Vertikalhieb, der da, der gibt mir 4 Lebensschaden. Also 4 Herzen halt, nimmt er mir weg. So, komm schon. Ein fairer Fight, oder? Findest du nicht? Komm, schlag schon zu. Oh, stimmt, ich muss ja schnell machen. Oh, sonst wäre der andere wiedergekommen. Aber ich habe es geschafft. Ihr könnt stolz auf mich sein. Yeah. So, was haben wir denn da? Wir haben den Feenbogen. Yeah, ich mag das Item. Das machen wir gleich dahin. Und Bombe da. Und nee, das lassen wir mal. Vielleicht bekomme ich da irgendwo wieder eine Fee. Bitte? Nee, schade. Von wo kam ich? Von da? Ich glaube es, auf jeden Fall. So, wo ist denn der Geist? Alter, verarsch mich nicht. Schade, das geht nicht. So, und das letzte Bild. Haben wir dich? Wo ist der hin? Alter, der ging doch nach oben. Egal. So, komm, mach schon etwas. So. Das funktioniert nicht. Das auch nicht. So, gut, tot ist er. Der gibt mir auch gleich wieder Pfeile und eine Schatztruhe. Ich denke mal, der Kompass wird da drin sein. So, vielen Dank. Warte mal, die Karte? Habe ich den Kompass schon? Nö. Oder, warte, Ah, nee, ich habe den Kompass nicht einmal. Also, das heißt, ich hatte die Karte noch nicht einmal. Lol, ich dachte, die hätte ich schon. Aber egal. Ja, hier finden wir den nächsten Geist. Sollten wir auf jeden Fall, ja. Danach fehlen uns nur noch 2 Stück. So. Hä?
Ist jetzt. Der ist jetzt natürlich oben. Ja, genau. Also. Hör auf! Hör auf, mich zu verarschen! Ja, genau, jetzt bist du hier. Ist klar, ne? Ist klar. Scheiße, hat nicht gereicht. Schon wieder nicht. Mein Gott. So, endlich. Du musst mir einen Schlüssel geben. Schon wieder eine riesen Schatztruhe. Ich brauche einen Schlüssel. Na egal, da muss ja der Kompass drin sein. Sonst gibt alles irgendwie gar keinen Sinn. Eben. Gut. Ey, hör mal auf. Was habe ich da? Nichts. Nichts vieles auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall war es das mal wieder für den Part. Wir haben da ein bisschen den Dungeon erkundigt und den Rest vom Dungeon werden wir im nächsten Part miterleben. Bis dann!